Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Ja, es geht weiter. Im letzten Part haben wir ja Copperhead besiegt und ich bin jetzt schon mal auf dem Weg gewesen zu dem Brückenpfeiler hier und da hat mir Alfred gerade eine Nachricht gegeben von einer Aktivität, von einem Notruf, den wir doch mal untersuchen sollen. Und das wollte ich doch dann auch direkt mal machen. Ne, das ist Black Mask Drohlager. Jetzt muss ich gerade nur schauen, wo denn genau dieser Notruf überhaupt ist. Wo hat Alfred denn den Notruf geschickt? Wo wird der denn angezeigt? Den muss ich jetzt gerade nur finden. Das sind Sionis Drohlager. Ach, hier hinten. Boah, das ist echt nervig, dass man nicht mit der Maus das bewegen kann. Das ist echt behindert. Sehenswürdigkeit. Findet den Ursprung. Wie weit wären das entfernt von hier aus? Ah, nicht so weit. Ja, dann machen wir das doch mal. Hört sich nämlich interessant an. Würde mich einfach interessieren. Ich will ja immer so ein bisschen was nebenher auch machen. Nicht nur die Hauptsache durchrushen. Und das sind immer ganz nette Nebeninformationen. Wenn Alfred das uns schon gesagt hat, dann müsste da doch eigentlich was zu holen sein. Vielleicht hören wir ja nochmal was von Shiva. Dass sie aber auch immer direkt auf mich schießen müssen. Können ja keine Minute warten. So. Okay, wir sind jetzt hier am Museum. Scheint dann hier wo irgendwo zu sein. Oder ach, da oben auf dem Dach. Was? Okay. Notruf. Ach, toll. Was zum Henker? Ich muss nach Überlebenden suchen. man wird erst bedroht und dann... Ach, ich muss nach Überlebenden suchen. Batman hat echt ein unübertreffliches Rettungsgefühl. Selbst wenn man noch bedroht wird. Also es ist unglaublich. Ja, ja. Absturzstelle, die ist da hinten. Das ist so lächerlich. Keine Überlebenden. Dafür wird jemand bezahlen. Ich muss den Tatort untersuchen, um herauszufinden, wer. Der Hubschrauber war außer Kontrolle. Der Pilot wurde beim Aufprall getötet, nicht durch den Schuss von vorhin. Aber warum ist er abgestürzt? Vielleicht kann ich auf dem Dach mehr erfahren. Also wieder hoch, oder wie? Auf dem Dach. Wahrscheinlich da oben auf dem Dach, oder? Habt ihr das gesehen? Meint ihr hier auf dem Dach jetzt? Toll. Nee. Mir war das nicht ganz richtig. Nee, nee, hier unten ist die Spur. Hier ist die... Ach, da oben auf dem Dach. Okay. Ah, ich will da nur da hoch, meine Güte. Vielleicht hier? Da oben ist was, aber... Ich meine, da kommt man ja jetzt so leicht nicht hin. Hi, na? Meine Güte, ich wollte die jetzt zwar alle gar nicht besiegen, aber naja, was soll's.
Bleibt mir nichts anderes übrig, bevor die mich andauernd nerven. So. Von hier aus kann ich den ersten Aufprall analysieren. So, genau. Der Heckrotor wurde abgetrennt, als der Rumpf auf das Gebäude geprallt ist. Ich sollte den Tatort nach dem Heckrotor absuchen. Toll. Wo könnte der sein? Ah, okay, da wird jetzt angezeigt, wo der hingeschleudert wurde. Ach, da hinten hin. Wetten, das war Deadshot jetzt. Der Hubschrauber ist abgestürzt, nachdem ein Hochleistungsgeschoss den Heckrotor zerstört hat. Eine Analyse der Ballistik wird mich zum Standort des Schützen führen. Wetten, das war Deadshot. Also diesmal könnt ihr mir gut vorstellen, dass es Deadshot war, weil vor allem Alfred uns den Tipp gegeben hat, von wegen, dass wir doch bitte uns das anschauen sollten. So, jetzt wird zurückgespult. Jetzt sehe ich, von wo aus der geschossen hat. Von da. Okay. Schauen wir doch mal. Ah ne, der ist auch schon tot. Das nicht. Der Mann hier war beim SWAT. Wieso hat er auf einen Polizeihubschrauber geschossen? Nee, das war der nicht, ja. Er hat nicht auf den Hubschrauber geschossen, sondern auf mich gezielt. Der Ballistik zufolge wurde er durch einen Querschläger derselben Kugel getötet, die den Hubschrauber erwischt hat. Nur eine Person ist zu so einem Schuss fähig. Deadshot. Deadshot. Ja, ich hatte recht. Oh, ich mich gerade mega cool. Analyse wird mich zu Deadshots Schussposition führen. Ich mich gerade freue. Nur weil ich das geschafft habe, zu erraten. Und die Nacht ist noch nicht mal vorbei. Und woher nehmen Sie das Geld? Erhöhen bestimmt die Steuern. Machen sie ja immer. Und dann wundern sie sich, warum wir alle sauer sind. Was hast du denn das letzte Mal Steuern bezahlt? Hier muss der Schuss hergekommen sein. Ich sollte die Gegend scannen. Okay. Achtung, verfügbare Einheiten. Uns wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Warte noch auf den... Auf der Patronenhülse sind Zahlen eingraviert. 451326. Sieht aus wie eine Funkfrequenz. 451 2 3. Achso. Hallo, Betty. Wie ich sehe, hast du meine Nachricht entschlüsselt. Gut gemacht. Aber leider ist die Zeit für Spiele vorbei. Komm zur Bank, damit ich dir eine Kugel verpassen und meine Belohnung kassieren kann. Ach, und falls du nicht kommst, ich habe eine Geisel. Und mir juckt der Finger am Abzug. Konfrontiere Deadshot in der Gotham Merchants Bank. Jawohl. Ha, ich wusste doch, dass das irgendwas damit zu tun hat. Das ist einfach, nee, das ist einfach cool. Was haben wir denn hier freigeschaltet, sich gerade? Free Flow Power Ausrüstung. Verwende eine effektivere Version der Schnellfeuer Ausrüstung, wenn du dich im gezielten Freeflow befindest. Was ist das hier unten? Batclaw entwaffnen. Naja, okay, das können wir noch nicht machen. Nee, ich möchte eigentlich auch eher hier das weiter mit den Batarangs freischalten. So. Okay. Ja, das ist einfach das Geniale. Ich hab's mir irgendwie gedacht. Dass wir ja irgendwas machen müssen. So, Batz. Die sind erledigt. Weil, keine Ahnung, Alfred hat... Es gab ja mal dieses andere Verbrechen, wo ich ja schon mal gesagt hatte, vor zwei Parts war das ja, glaube ich, wo ich gesagt hatte, ja, das könnte vielleicht Deadshot sein. Da kam ja auch so ein Schuss. Aber das war ja nur ein normales Verbrechen einfach. Und da hat uns ja der GCPD einfach, also der Polizeifunk, hat das ja gesagt. Und das hören wir ja mit. Aber hier ist es halt so, dass Alfred das genannt hat. Und das ist natürlich schon was Wichtigeres. So, und sind wir denn jetzt überhaupt bei der Gotham Merchants Bank? Ach nee, die ist hier hinten. Gott, das war nicht.
So. Ziel erreicht. Jetzt müssen wir nur noch hier reinkommen. Ah, und ich sehe da schon was. Oh ne, ist aber abgeschlossen, steht hier. Das ist ja doof. Komm ich... Ah, wie kam ich denn noch mit... Ah, ne, da war... Da ging es, glaube ich, auch nicht rein, oder? Ich glaube, da war nur ein Datenpack, oder? Doch, doch. Ich glaube, da ging es rein, ne? Müsste doch richtig gewesen sein. Auf Inversions Bank, genau. Wann waren wir hier eigentlich nochmal drin? Weiß ich schon gar nicht mehr. Was machst du denn? Bring mir die Fledermaus! Er muss in der Nähe sein. Hey, Deadshot. Ah, ist sogar... Ach, nein. Ach, nein. Das erinnert mich so an Catwoman, als hier Two-Face war. Und es sagte, da hatte ich dann alle Leute ausgeschaltet. Es kam aber immer wieder neue dazu. Das war echt nervig. Boah, das war echt nervig. Das war so schwer damals. Mein Deadshot muss ich... Das wird echt tricky. Und da ist Deadshot, ja. Vor allem hier so eine kleine Mini-Sniper. Ich könnte mir den nicht auch einfach so ausschalten. Das wäre ziemlich cool. Ich meine, ich könnte jetzt auf den springen, aber da habe ich echt keine Lust drauf. Ich weiß halt nicht, bei Two-Face war das echt so, dass dann immer wieder neue Handlanger gekommen sind. Zustand nervös. Boah, das ist jetzt echt kacke. Den Typen da unten könnten wir ausschalten, aber... Alter, krass, wie der manchmal ja alles anvisiert. Jetzt komm schon... Ja, umgekehrt ausschalten, jawohl. Einer weniger. So, da waren es nur noch drei Typen. Hey, hier wurde einer von uns aufgehängt. Warum tut er das? Soll das eine Warnung sein? Was ist nur los mit dir? Okay, er will uns also fertig machen. Nehmt das als mahnendes Beispiel. Klasse, ihr Deppen seid so gefährlich wie ein... Ihr seid alle nutzlos. Ganz schön witzig. So, wir könnten noch vielleicht... Ich weiß nicht, nee, das würde nur einen Rauch verursachen. Würde die nicht umbringen. Was machst du denn? Bring mir die Fledermaus! Wenn einer jetzt unten wäre, was ist das da unten eigentlich? Ach, das ist die Geisel. So. Ich meine, ich könnte die alle so ausschalten, aber die haben alle eine Waffe in der Hand. Der eine Shotgun, der andere ein Maschinengewehr. Deadshot hat auch übertrieben, den macht den Schaden wahrscheinlich wie sonst was. Nee, danke. Oh, da unten ist jetzt... Da unten ist jetzt einer entlang gegangen. Aber ich frage mich ja, wir werden auf... Also, wir werden auf... Die werden aufgehangen. Aber wie kann ich denn mal einen Blick in die Luft zu gucken? Also, da muss ich sagen, dass das... Ich meine, das würde natürlich jetzt auch einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad voraussetzen, aber... Nein, nein. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den hinter, da, ja, ihr wisst schon, was ich machen wollte. Irgendwas Explosives, dann das sprengen, dann hätten wir uns auch nicht hätten bekommen, das wäre mir ein bisschen fail. Nee, aber das nicht, mal überlegen, in die Luft zu gucken, aber okay, das wäre auch zu realistisch, das würde ja richtig unfair sein. Aber naja, wir haben ihn trotzdem erledigt bekommen. Und ich würde jetzt echt gerne mal eigentlich Deadshot eine reinwürgen, aber, erst will ich echt seine Handlanger erledigen. Weil, sonst, wenn die noch da sind, also wenn ich mich auf einen konzentrieren muss, ist okay. Aber wenn da mehrere auf mich schießen, nee, nee. Das ist nicht gut. Verdammt! Jut, jut. Was meint ihr? Wenn wir den Mist gar nicht finden, endlich. Ich sehe doch genau, dass du da drüben nur faulenst. Ich kümmere mich drum. Vielleicht schaffen wir ja den Typen so auszuschalten, wie ich es geplant habe. Nein, jetzt bewegt er sich.
Hi. Naja, zwar wieder nicht im Sinne des Betrachters, aber immerhin. Oh, nice. Haha, wie geil. Ja, da war das jetzt doch noch zu was gut. Jawohl. So. Und jetzt, hi. Warum lebt da wieder einer? Ja, das meine ich dann jetzt so damit. So. Scheiße, von wo wird der mal geschossen? Boah, das ist echt so hart gegen den. Schnell weg hier. Ach, nee, Alter, nervig. Einfach nur nervig, dass der Typ noch lebt. Wieso? Warum? Ja, guck, da kommen wieder neue. Das meinte ich damit. Das ist das Behinderte da dran. Hier kommen immer wieder neue Leute und so wird das einfach mega schwer, die zu töten. Ach, alle auszuschalten. Weil immer wieder neue kommen. Oh, die haben auch noch so spezielle Brillen jetzt, oder was? Ja, super. Kann man die eigentlich nicht... Ja, man kann die davon trennen. Super. Klasse, weil dann kann ich wieder neue Typen da dranhängen. Ja, klar. Jetzt haben sie mich gesehen. Das ist echt behindert. Ich meine, der Tod haben wir zur Hälfte, aber... Ich meine, wir haben gar keinen Schutz mehr. Meiner Meinung nach können wir das vergessen erstmal. Wo ist Deadshot jetzt überhaupt? Wie würde ich den jetzt gerne mal aus... Ich schalte den jetzt einfach mal aus. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Komm schon. Okay, wir sind gleich tot. Wir sind gleich so tot. Gegen Deadshot werden wir nicht mehr ankommen. Ja, ich lass mich jetzt einfach töten. Come on, das bringt echt nichts. Ja, das schaffen wir nicht. Ach, der ist unter mir. Meiner Meinung nach können wir das nicht mehr schaffen. Also mit dem wenigen Leben. Vor allem, es kommen ja immer wieder neue Pappenheimer. Das ist ja auch nochmal das Problem. Ja, wieso konnte ich jetzt das nicht machen? Wieso konnte ich den jetzt nicht aufknüpfen? Ich meine, jetzt ist nur noch Deadshot übrig, aber der tötet mich einfach so übertrieben schnell. Es kommen hier gleich immer wieder neue Handlanger von dem. Oh, das ist jetzt echt doof. Na? Ne, da ist es jetzt vorbei mit mir. Ja, das war klar. Sobald man den angreift, kommen neue Leute. Das ist echt schwer. Oh ja, Deadshot, du hast es ja so... Ja, du hast es ja so drauf, stimmt. Mit deinen 50 anderen Handlangern, die dann noch rumlaufen. Man hat welche ausgeschaltet, kommen direkt die nächsten wieder. Klar, stimmt. Ich muss sagen, du hast so viel Skill. Ohne die Handlanger wäre der einfach so einfach. Beziehungsweise, das ist echt ätzend, dass immer wieder neue kommen. Ich muss jetzt einfach drauf achten, dass da... Also, dass ich das nicht immer wieder... Dass ich nicht so viel angehetet werde. Das war auch schon, wie gesagt, bei Catwoman so, mit Two-Face. Da kamen immer wieder neue. Und das ist einfach so ätzend, wenn da immer wieder neue kommen. Das ist das Behinderte da dran. Bei denen kann ich ja jetzt schlecht ausschalten vor seinen Augen, oder? Jetzt aber. Hinter dem. Sieht auch ziemlich geil aus. So. Ich glaube, es kam von da drüben.
Hab ich dich! Du hast deine Position verraten! Ja, das war vielleicht nicht so schlau von uns. Zu spät! Alle hier rüberkommen! Irgendwas hab ich da doch gesehen. Er hat dich übel erwischt, aber du lebst noch. Ist der Typ da hinten bewusstlos, denn wenigstens ja ist er. Gut, wenn jetzt der nach da kommt, würde mir das echt super. Komm schon. Hey, was zum Henker geht da vor? Seht ihn euch gut an. Wenn ihr so nicht enden wollt, reißt euch gefälligst mal zusammen. Komm weiter zu mir. Was? Sind wir hier im Kindergarten? Ich verstehe es nicht, wieso man den dann nicht ausschalten kann. Zurück an die Arbeit. Ich kümmere mich drum. Ich hätte mal eine Idee, solange keiner von denen unten ist, hätte ich jetzt eigentlich da gut Explosivgeld dran packen müssen. Das wäre echt nice hast gewesen. Okay. Ich sehe doch genau, dass du da drüben nur faulenst. Kein Problem. Komm schon, umgekehrtes Ausschalten, wieso nicht? Gut, wie mache ich das jetzt, wenn der da mal weggehen würde? Ich will jetzt einfach... Ich will jetzt einfach nur Explosivgeld schon mal hier dran machen. Falls gleich dann nochmal jemand hingeht, dass ich den ausschalten kann. Darum geht es mir gerade einfach nur. So, hier könnte ich das eigentlich auch machen. Okay. Okay, hab zwar jetzt leider beides Moment mal, wieso ist der nicht erledigt worden? Der hätte erledigt werden müssen. Ach, wenigstens erwischen wir den. So. Einer weniger, um den ich mich kümmern muss. Und ich, ganz ehrlich, ich riskiere es jetzt einfach. Ich muss Dad schon einfach mal angreifen. Ja, es ist lächerlich. Ja, es ist... Man wird auch immer so zurückgeworfen von denen. Wow, und jetzt kommt Batman mal auf die Idee, eine Rauchbombe zu werfen. Na, das ist lächerlich. Das kann man nicht schaffen. Das geht einfach nicht, weil du wirst, man wird so zurückgeworfen von den Shotguns, also so zurückgestoßen. Das ist meiner Meinung nach echt ein schwerer Kampf und deswegen mag ich es überhaupt nicht. Weil es ist eigentlich unfair. Ich finde, ganz ehrlich, ich meine, Deadshot, den muss man, ja, auf den muss man sich konzentrieren. Und wenn man, das Dumme ist ja vor allem, ich schalte ja die anderen, sage ich mal, 8 Leute aus oder 5 Leute, ich weiß nicht, wie viele das sind. So, schalte ich die 5 aus. Ja, wow, kommen aber danach dann direkt wieder 5 mehr dazu. Also das ist ja total behindert, egal wie ich das mache. Er wird einfach weiter beschützt und ja, das ist ja eigentlich behindert. Und ich meine, das ist echt mal ein bisschen auf rabiatere Art und Weise. Also sonst brauche ich echt eine halbe Ewigkeit, die Typen zu erledigen, wenn ich das jetzt nicht ein bisschen, sag ich mal, aggressiver mache. So, komm mal her. Den schalte ich so aus. So. Okay, das hat nicht viel gebracht, aber ich öffne mir so ein paar Wege, dass ich einfach schon mobiler bin, wenn ich gleich gegen die kämpfen muss. Dadurch eröffne ich mir einfach viel mehr Wege. Oh, scheiße, schnell rein hier. Hat sich umgedreht. So. Ach, man kommt ja auch unten entlang. Komm mal her.
So. Was? Ich bin gar nicht unter den Gittern, das bildest du dir ein. So. Jetzt sind wir wieder oben. Oh, geil. Okay, man macht dadurch viel mehr Schaden, wenn man den von hinten so ein bisschen ausknipst. Aber wenn man den dadurch, sag ich mal, ummietet, macht man dem recht gut Damage. Okay, das könnte natürlich eine Möglichkeit sein, den immer und immer wieder zu erledigen. Okay, ein bisschen Fail gesetzt, aber könnte funktionieren. Hat man gemerkt. Wie sehr das funktioniert. Nämlich gar nicht. Aber egal. Ist jetzt trotzdem mein Explosivgel wieder da dran. So kann ich später wenigstens wieder welche ausschalten. Vielleicht kommt er ja nochmal. So. Wir brauchen mehr Leute. Stimmt, ihr seid ja nicht schon viel zu viele. Vielleicht kommen wir eh durch die Türe wieder 50 neue. So, einer ist momentan noch da. Ich muss halt darauf achten, wenn neue Leute kommen. Weil der hat mich eben überrascht, beim ersten Mal, wo wir das hier gemacht hatten. Da hat er mich wirklich überrascht, weil ich nicht wusste, dass auf einmal da noch jemand war. So, komm schon. Und boah, okay, so ist es auf jeden Fall viel einfacher, den zu erledigen. Da macht man echt, keine Ahnung, ich glaube, wie viele Balken haben wir jetzt, haben wir zweimal geschlagen? Das macht dann 2, 4, 6, ich glaube 10, man macht 5 Balken weg. Und ich glaube, der hat jetzt noch gut 15 Balken oder so. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit. Gut, und jetzt sind da wieder neue gekommen. Die habe ich nämlich eben überhaupt nicht bemerkt. Weg von mir! Aber einen haben wir wieder. So, ich könnte natürlich jetzt den direkt abmachen. Aber ich gehe direkt woanders hin. Weil die haben ja meine Position geortet. Aber man muss die halt abmachen, damit ich wieder neue dran machen kann. Okay. Die Mauer scheint noch explodierbar zu sein. Wenn das überhaupt ein Wort ist. Und da unten gerade fast niemand ist, bis auf der Typ, will ich mal schnell hier was dran machen. Ich weiß gar nicht, vielleicht kommen nach dem 5 Typen ja jetzt keine neuen mehr. Ich weiß es ja nicht. So, Deadshot, du bist da unten. Auf jeden Fall so eine viel einfache Möglichkeit gefunden, den auszuschalten. Weil wenn ich so gegen den kämpfe, dann schaffen wir das nicht. Weil wenn da noch andere sind, keine Chance. Wenn die uns alle zurückschlagen, dann habe ich vielleicht... Ich habe vielleicht gegen 2 eine Chance, aber nicht gegen 3 oder so. Ach, wie keiner auf die Idee kommt, mal nach oben zu gucken, außer wenn ich es mache. Aber naja, das wäre echt unfair, wenn sie es machen würden, wie gesagt. Okay, wir hätten jetzt hier die Möglichkeit. Ich sehe doch genau, dass du da drüben noch Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße. Fail, fail. Wir wurden das erste Mal leicht angeschossen. Aber egal, wir haben den dadurch wieder... Boah, wir haben den dadurch richtig viel gezogen. Also man sieht irgendwie die... Boah, der eine hat einen Störsender. Was ein Penner. Man merkt hier, okay, die sind auf jeden... Also auf jeden Fall kriegt der weniger... kriegt er viel mehr Schaden, wenn man das so macht. Boah, und der Penner. Den würde ich am liebsten ausschalten. Es ist unfair, dass er das hat. Ah, das ist jetzt böse. So, damit ist er auch weg. Ich sag ja, Explosivgel da dran. Und das ist schon eine ganz gute Möglichkeit. Der Typ ist mir ein Dorn im Auge. Wie schalten wir den jetzt aus? Schade, jetzt könnte ich das gut gebrauchen. Oh.
den Typ könnte ich jetzt ja einfach ausschalten, aber weiß nicht, ob ich nicht andere sehen. Ah, ich könnte vielleicht, wenn ich Glück habe, kann ich ihn aufknüpfen. Bin mir aber echt nicht sicher. Oder den da erstmal. Alles im Blick, Boss. Jawohl. Haha. Klasse. Verfluchte Scheiße. Und ein weniger. So, die gehen natürlich alle wieder nach da. Ich könnte natürlich jetzt auch direkt wieder runterlassen. Das mache ich aber erst gleich. So. Wo ist denn Deadshot? Der steht da unten. Ach, verdammt, warum aktiviere ich das immer? So ein Reflex aktivieren. So, den lasse ich jetzt direkt mal runter. Ich hab genug hiervon. Ich werde dich finden und ich werde dir wehtun. Erinnert mich aus dem... Der Spruch hat erinnert mich aus einem Film. Weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Da gibt's auch so... Ich werde dich finden und wenn ich dich gefunden habe, dann werde ich dich töten oder so. Im Englischen hört sich das cooler an. So, wo ist denn Deadshot, die olle Nudel? Da vorne. Okay. Boah. Down ist der Shot. So, hab eine Idee für den Typen. Ich hab eine Idee. So. Vielleicht kommt der ja gleich mal hier entlang. Ach, der Headshot könnte ich wieder so aus... Nee, schade. Nein, ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das wäre jetzt doof. Ah, den schalte ich jetzt noch nicht aus. Der Headshot würde das sehen. Ich sehe doch genau, dass du da drüben nur faulenst. Kein Problem. So. Jetzt kann ich das machen. So, schnell von Speier zu Speier. Nicht Speier, sondern... von Kopf zu Kopf hier springen. Und da ist meine Sicht auch wieder da. Mine mit Annäherungszünder. Spender, die mit Bewegungssensoren verbunden sind. Bewegen in der Nähe... Alter, ganz ehrlich, die fahren echt harte Geschütze. Oh, wie unfair. Boah, echt fiese Aktion von denen. Ganz ehrlich, das wird ja mal schwieriger, die zu erledigen. Echt fies. Ich habe das Gefühl, ich muss Deadshot jetzt nochmal erledigen. So, wenn er gleich nochmal rauskommt, kann ich den nochmal ausknipsen. Oder nee, erstmal den Typen, glaube ich. Hier drüben! Was zum... Warum? Wie zum Teufel hat er mich gesehen? Unfaire Sache. Unfair, dass er mich entdeckt hat. Das heißt unfair, aber also auch gut. Der hat Annäherungsminen dabei. Das ist der Typ, der die ganze Zeit setzt. Die sind jetzt alle drei unten. Jetzt hat er da auch wieder eine gesetzt. Das ist echt fies. Wundert mich, manchmal kann man dieses umgedrehte Ausschalten machen, manchmal nicht. Ich muss unbedingt die Detektivsicht jetzt auch anlassen wegen den Minen, sonst glaube ich, kriege ich in so eine scheiß Mine. Und wer weiß, wie viel Schaden die anrichtet. Ich muss jetzt aber echt nochmal eine Möglichkeit finden, den irgendwie auszuschalten. Gut, der geht wieder nach oben. Das ist jetzt wichtig. Dass ich, sage ich mal, alleine bin hier. Boah, und die Annäherungsmine ist über mir. Zurück an die Arbeit. Er muss in der Nähe sein. Wir finden ihn. So. Hey, Versager, bewegt deinen Arsch. So, wenn er jetzt nochmal herkommt.
So, hi. Und tschüss. Geisel genommen. Was? Oh, ist das jetzt unfair. Boah, der Kampf hat es echt in sich. Ist einfach nur schwer, weil der blöde Wichser, sag ich mal, so viele Leute hier hat und man das alles so wirklich stealth machen muss. Boah, das ist echt tricky. Ich glaube, mehr Leute kommen jetzt auch nicht mehr, aber... Der hat so eine scheiß Sonarbrille und der hat diese Annäherungsminen. Und keine von beiden kann ich auch schon. Boah, der Penner hat das gescannt, wusste ich's doch. Da, scheiße. Und auf einmal sind es wieder mehr Leute geworden. Der war eben noch nicht da, der Typ. Ja, sind wieder mehr geworden. Es sind schon wieder vier Leute. Wie will ich das denn jetzt schaffen, Deadshot zu erledigen? Da muss ich ja echt krass von hinten kommen. Boah, das finde ich so schwer, Leute. Wie lange nehme ich außerdem schon auf? Ja, ja, ich habe, also die Aufnahmesession geht jetzt schon 38 Minuten. Eieiei, das ist echt fies. Bleibt nichts anderes übrig. Ich muss den jetzt so ausschalten. Habe ich gar keine Schnitte mehr. Wenn ich die jetzt nicht so, wenn ich jetzt immer versuche mit den Köpfen hier irgendwie so auszuschalten, klappt das nicht. Boah, diese Annäherungsminen, die liegen da auch überall. Boah, ich frage mich echt, wie ich das schaffen soll. Jawohl. Boah, super. Den haben wir wenigstens. Ich hoffe, es geht jetzt nichts schief, von wegen, dass der auf einmal anfängt, die Geisel zu erschießen oder so. So. Gut, jetzt ist nur noch, sind wieder nur noch zwei Leute da. Tja, da unten ist nichts. Boah, und der steht genau da, wo so eine scheiß Annäherungsmine ist. Verdammt. Boah, Alter. Ich glaube, sobald... Warte mal, was steht jetzt hier? Okay, da stand nichts dazu, aber... Verdammt. Okay. Wahrscheinlich sind die Annäherungsminen so stark, dass sie mit einem Schlag töten. Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann. Ich muss irgendwie da wieder reinkommen. Also nach unten kommen. Ohne wirklich gesehen zu werden. Da ist eine Annäherungsmine. Da darf ich natürlich nicht erwischt werden. Die müsste ich eigentlich ausschalten können. Aber ne, Deadshot guckt gerade. Zwei Annäherungsminen hat der noch. Anscheinend. Bitte, ich will leben. Jetzt ist eigentlich die perfekte Gelegenheit. Der muss jetzt nur in eine andere Richtung wieder gucken. Das ist genau die falsche Richtung. Da ist halt direkt die Annäherungsmine. Ich verstehe nicht, also die ist jetzt echt gerade scheiße gelegt worden. Es kann gut sein, dass ich jetzt... Bitte, ich will leben! Verdammte Fledermaus ist genau hier! Moment mal, wie will ich das eigentlich schaffen? Oh Gott. Ich konnte den gar nicht ausschalten. Warum nicht? Warum hat das nicht funktioniert? Wie will ich den denn ausschalten? Die Sprengladung ist direkt davor. Ich weiß nicht, ob das wirklich beabsichtigt so ist, dass die später genauso da liegt, aber das ist richtig unfair. Mann.
So, umgekehrt ausschalten. Der hat mich zwar gesehen, aber das ist mir egal. So. Gut. Der ist jetzt der Einzige, der hier noch übrig ist. So. Und da war nur noch Deadshot übrig. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob wieder neue Leute kommen, aber es scheint jetzt gerade so, als ob erstmal keine kommen würden. Das heißt, ich habe schon mal ein ganz kleines Spektrum an Ruhe. Ja, das öffne ich erstmal. Ich glaube, jetzt kommen keine neuen Leute mehr. Ich hoffe es einfach. Oder die kommen echt mit der Zeit immer. Ich weiß es ja nicht. Komm schon, Mann, es ist meine. So. So, jetzt aber. Ach, das war's. Okay, super. Von Angesicht. Boah, Alter, war das knapp jetzt. Endlich. Obwohl ich sagen muss, dass ich dich mir furchteinflößender vorgestellt habe. Du hast Gotham lange genug terrorisiert. Wenn das Schicksal heute meinen Tod vorsieht, dann soll es so sein. Aber mach es bitte kurz. Nee, nee, keine Sorge, ich töte dich schon nicht. Boah, Alter, Leute. Kranke Sache, wirklich. Auf jeden Fall harter Kampf. Oh, puh. Also, hätte ich nicht gedacht, was wir alles geschafft haben.